Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario und die Legende von Yontor. Wir sind bereit, ins nächste Kapitel aufzubrechen. Ich wusste, dass du es schaffen würdest, den alten Badomb zu überreden. Super Mario, es war vollkommen richtig, dich zum Kapitän zu machen. Der Proviant ist an Bord, die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen. Das heißt, Schiff klar zum Auslaufen. Einverstanden? Ja. Gut, bereit zum Auslaufen. Unser Ziel ist die Isla Corsaria. Ahoi! Und los geht's in das nächste Kapitel. Wieder einfach vorne dieser Heini steht. Ich könnte jetzt schon, keine Ahnung, den eine knallen. Mann, das kann doch nicht gut gehen. Hier Kruzi 1, hier Kruzi 1. Einschleusung erfolgreich, schwarze Kruzi eingeschifft. Ich wiederhole, schwarze Kruzi an Bord. Geil. So. Kapitel 5. Der Schatz des Piraten. Cool. Kapitel 5 schon. Logbuch des Kapitäns. Den Winden trotzend strich die Corsair in See. Ein gewagtes Unterfangen nicht für uns. Erfahrene, mutige Seebären. No. Ich finde die Sonne so süß. Logbuch des Kapitäns. Ein prächtiger Wind. Dazu strahlendes Wetter. Die Götter des Meeres scheinen unserer Expedition gewogen zu sein. Waren voll lang einfach. Logbuch des Kapitäns. Unsere Reise verläuft ganz nach Plan. Bei unserem gegenwärtigen Tempo werden wir morgen die Insel erreichen. Nacht und jetzt geht irgendwas schief. Mit roten Augen starrte der Schädel aus Stein, so rot und glänzend wie ein Rubin. Bom, 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 rot wie ein Rubin. Rotbart fiel man dreimal auf den Steiß, Blaubart schlug man viermal auf hoher See. Bom, bom, bom und dann ein lauter Knall. Was für eine Nacht, ich habe doch gleich gesagt, kein Grund zur Unruhe. Die Insel liegt vor uns, ich kann die Schätze schon fast riechen. Ein herrliches Gefühl. Wollt ihr Berichte von meinen Heldentaten hören? Natürlich wollt ihr. Damals, als ich im Dschungel gegen eine Riesenschlange. Damals. Gefahr. Ganz allein. Der schon wieder. Corsarius Ruhmestaten. Genau dieselben Geschichten wie gestern, oder? Wir können ja nicht weg, also Zähne zusammenbeißen und am Frieden lassen. Man darf ihn auch nicht unterbrechen, sonst wird Corsario wieder sauer. Nur ein Monster, auch jetzt. Gemeinsam. Aber was ist jetzt los? Das Schiff verliert an Fahrt. Hey, Captain. Tut mir schrecklich leid, dich zu unterbrechen. Aber es sieht so aus, als machen wir keine Fahrten mehr. Wir treiben nur noch. Hä? Der Typ erstmal so drauf klarkommen. Was? Keine Fahrt? Wir treiben? Dann sorgt gefälligst dafür, dass wir wieder in Fahrt aufnehmen, ihr Landratten. Ei, ei, Matrose, ab in den Mastkorb, klär die Lage. Irgendwie glaube ich. Ja. Ei, ei, Landensicht, aber kein Lüftchen etwa noch. Etwas noch. Nee. Schnauze, ich arbeite hier. Was soll das? Quack! Hier einfach über ein Loch drüber rennen kann. Ich bin begeistert. Der Geist. Ruhe, Disziplin, was die, was für ein Geil. Oh. Quack, die Geister der Insel. Da ist er, der Piratenkönig. Es gibt ihn also wirklich. Wow, was machen wir? Was machen wir jetzt? Quack. Keine Panik, das ist doch nur eine optische Täuschung. Los, setz die Segel. Boah. Das sind ein paar viele. Bist du der Piratenkönig? Ui, ui, zu Hilfe.
Ich glaube, die versenken unser Schiff. Alle Mann auf ihre Posten und bleibt ganz ruhig. Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Und immer den Befehlen vom Captain gehorchen. Klar, klar. Hör zu, bleib ganz ruhig. Mann. Captain, wir evakuieren. Alle Mann von Bord, los zu uns. Jeder für sich, wir treffen uns dort. Ja, gut. Da ist dann irgendwie das Schiff wohl untergegangen. Passiert. Logbuch des Kapitäns. Wir sind auf dieser Insel gestrandet. Glück im Unglück. Wir sind auf der Isla Corsaria am Ziel unserer Reise. Aber wir haben drei Vermisste, darunter auch Steuermann Bartomp. Was soll nur aus uns werden? Die Lage erscheint aussichtslos. Logbuch des Kapitäns. Unsere Lage hat sich ein wenig gebessert. Die Flut hat einen Teil unseres Proviants an Strand gespült. Salzigen Käse, salzige Kartoffeln und salziges Brot. Vieles davon konnten wir einsammeln. Für eine Weile scheint das Überleben sicher. Logbuch des Kapitäns. Wir wollen eine Hütte für unsere Vorräte bauen. Damit wäre zumindest der Proviant vor dem Sturm und den Regen geschützt. Bartom und die anderen bleiben weiterhin verschollen. Aber noch hoffen wir, dass sie es irgendwie geschafft haben und auf der Insel sind. Logbuch des Kapitäns. Seit 3 Tagen auf der Insel. Die Hütte ist fertig. Wir richten uns ein, in der Hoffnung, bald wieder nach Rodingen zurückzukehren. Geil. Hey, Captain Schnauzbart. Warum bin ich Captain Schnauzbart? Warum kriege ich immer so dämliche Namen? Unsere kleine Hütte ist fertig. Klar zur Besichtigung. Ja, cool. Sind wir dann mit unserem Yoshi und können hier mal die Insel anschauen. War da hinten nicht. Ha, ich wusste es. Waka, Waka, schlag mich nicht. Wakas Kick. Den gab es auch schon im ersten Teil von Paper Mario. Und den sollte man sich auf jeden Fall immer mitnehmen. Erfüllt nämlich 25 KP und BP auf. Kapitän, schnell, Corsario und Big Bomb. Die beiden sind schnell. Hast du etwa Angst vor den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst so furchtlos. Was ist, redest du da? Du hast doch, doch selbst vor die Hosen. Schlickrutsche? Moment, hast du etwas mit vollen Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau. Und ich sage es so oft ich will. Hosen voll, Hosen voll, Hosen voll. Krega, Badon, Bob-Bomb, oder nicht? Jetzt bist du dran. Oh, wütend? Gut zu sehen. In die Büsche, dir werde ich es zeigen. Lagerkoller oder was? Da, 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 das sind sie. Captain, die Gäste sind wieder rausgekommen. Oh. Mama Mario, das haben wir viel verjagt, die Dinge. Gut, ja, kämpfen wir mal gegen diese niedlichen kleinen Viecher. Okay, Flucht in diesem Kampf ist nicht möglich. Interessant, hätte ich auch nicht erwartet. Also, du machst einfach mal Saugmaß, würde ich so vorschlagen. So. Irgendwie so Items irgendwie. Blutbeben kann ich dann eigentlich auch gleich wegtun. Ich kann einfach hier so ein Maxi-Beben machen. Einfach weil die dann alle down sind. Also zumindest die ersten zwei an dem Trip machen wir die nächste Runde fertig. Ich meine, durch unsere coole Attacken füllen wir das immer so schnell auf, deswegen können wir das gut verwenden. Mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Also ich weiß, dass das Kapitel scheiße ist und es mich aufregen wird, aber ich mache das schon. Hey, ich hab's exzellent geschafft. Geil. So, es lebt noch einer. Sternpunkte bringen schon viel. Oh nein, Yoshi brennt. So, du machst jetzt einmal eine Hammerattacke auf dieses süße kleine Dings da. Auf das ist gleich down ist. So. 12 Sternpunkte für 3 Stück geht eigentlich schon. Gut gemacht, Captain. Noch sind wir nicht sicher. Da treiben sich sicher noch mehr auf der Insel herum. Aber einer von uns muss diese Insel genau erforschen. Ich als Befehlshaber muss natürlich hier bleiben. Ja, ich habe die Insel schon. Viel Erfolg, ja. Das ist einfach voll der Schwachkopf.
Ja, also es gab ja im ersten Teil gibt es auch ein Kapitel mit so einer Insel und so. Und ich finde, dass das hier wesentlich schwerer ist als im ersten Kapitel. Das tue ich mal weg. Den KP-Schlürfer brauche ich jetzt gerade eigentlich nicht hier. Hubbögen. Und das andere Hubbögen können wir auch nicht einsetzen. Komm, das Goldblatt können wir eigentlich auch wegtun. Ja, den Rest nehmen wir mit. Okay, dann mal auf geht's. Speichern wir hier mal vorsichtshalber, aber falls wirklich sterben sollten. Ich weiß auch nicht wirklich, ob Yoshi der richtige Partner ist für diese Gegner, die jetzt hier alles sind. Wartet, ich habe da noch einen Sternsplitter gesehen. So, ein Sternsplitter. Ja, nee, da gibt's nichts. Och nein. Die Volltrottel. Die kennen wir auch schon. Die guten Fuzzis. Zum Glück ist er allein. So, und du machst Luftwaffe bitte drauf. Ich glaube sogar die Grünen haben wir sogar schon mal gesehen in Falkenheim. Haben wir, glaube ich, schon mal gegen einen gekämpft. Wenn ich mich recht erinnere. BP nehme ich gerne. Ich wollte eigentlich schauen, was wir letztes Mal genommen haben, als wir ein Update hatten. Wir sind jetzt Level 11. Wir haben. Als nächstes ist BP dran, okay. Was ist das für ein Orden? Bierschlag. Zu Kontrollverlust. Oh Gott. Das Traurige ist, das könnte man hier sogar noch brauchen. Ach nein, die Panzer, die Hartpanzer, die benutze ich immer nicht. Wow. Komm her. So, erster Angriff erfolgreich. Geil. Da wäre jetzt aber Copper besser. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt halt hier ja bei ihm. Ich wechsle und nehme Kopio. Hier den Powerpanzer. Oh Gott, der saugt BP. Hast die Viecher. Rachepulver. Geil, wir sind probiert. Ja, cool, wir haben gleich keine BP mehr. Wir sind am Anfang unserer Reise und haben keine BP mehr. Auch schön. Powerpanzer, magst du den vielleicht machen? Cool, wir sind down fast. Wir sind ja gleich Level up. Ist ja alles noch in Ordnung. Ja, eine Münze ist in Ordnung. Okay, eine Palme. Ich glaube wirklich, dass ich den Dschungel im ersten Teil cooler finde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja, ich glaube, Kopio ist hier der geeignete Partner, weil das alles sehr viele Bodengegner sind. So, zweimal cool hintereinander. Das heißt, wir sollten voll sein mit unserer Sternen. Ach, nicht mal ganz. So, dann mehrst du da bitte einmal durch. Da wir eh gleich Level up sind, kann ich jetzt ruhig Maxi-Beben nehmen, ganz ehrlich. Dann sind die wenigstens kaputt. Und fucken mich nicht weiter ab. Zum Beispiel mit diesem Tropfpilz, der kann richtig nerven. So. Scheiße, einmal zu viel gedrückt. Egal, das sollte sie trotzdem umhauen. Perfekt. Und damit sind wir dann ab und wir nehmen BP. Ach ja. Level up, Level 12. Ich nehme einmal BP. Weil wir die hier wirklich brauchen. Ein Schrumper. Komm, holen wir so ein paar Münzen. So. Erster Angriff erfolgreich. So. Einmal gekillt. Nein, doch nicht. Ich fände es schön, wenn man Hammer einfach 8 Schaden machen würde. Das würde mir so richtig passen.
Wenn sie zu zweit sind, geht sie, aber wenn die jetzt irgendwie zu fünft oder so, nein, es vergiftet das Viech uns wieder. Nein. Och. Ja, aber wir kriegen es gleich wieder gut geschrieben, passt so. Yay. Panzerstoß. So. Dann sehe ich gerade, die aktuelle Folge ist vorbei und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Paper Mario und die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tschüss.